Der Ort, den man am Ende findet, ist eigentlich immer Zufall. Seit 2 Jahren gewähren einige Dannenberger Familien unseren Touristen und Besuchern einen Einblick auf ihre Grundstücke, die ganz früher einmal für uns alle hier in Dannenberg lebensnotwendig waren, weil wir 1945 in Dannenberg noch einmal bombardiert wurden und natürlich auch von irgendetwas leben mussten und somit zunächst unsere Gärten und auch Hinterhöfe genutzt haben, um lebensnotwendige Nahrungsmittel anzubauen. Ich selber bin 1947 hier in den Landkreis gekommen und habe natürlich miterlebt, was es heißt, als kleines Mädchen hungern zu müssen und weiß darum, wie wichtig es war, nach dem Kriege diese Gärten, die dann als Nutzgärten gebraucht wurden, zu haben. Der Grund eigentlich, warum unsere Eltern nach Dannenberg gekommen sind, sie suchten ein Eldorado der Natur, was sie hier wirklich gefunden haben. Nia Naniska ist ein international renommierter Textilverlag, der vor über 40 Jahren durch unseren Vater Heinz Röntgen in Düsseldorf gegründet wurde. Die Stoffe sind weniger vielleicht als Bekleidungsstoffe zu finden, was ab und zu aber mal vorkommt, wie vielleicht ein Giorgio Armani, der mit unserem Produkt in kleineren Mengen arbeitet. Überwiegend bekleiden unsere Stoffe Sofas, Kissen, Vorhänge, Stores, In-Between-Gardinen, Raumteile, Raffrolos. Das ist eigentlich unser Schwerpunkt, wo man hier Nordiska Stoffe finden kann. Kreative Prozesse sind immer Entwicklungsprozesse. Es ist nicht, dass man einfach, man setzt sich hin, ist kreativ und fertig, sondern dass es entwickelt sich. Heinz Röntgen wollte beim Aufbau der Firma das Alte erhalten, die alte Substanz der alten Anlagen und sie mit der neuen Substanz, die 1996 gebaut wurde, verbinden und integrieren. Für uns ist es wichtig, dass wir hier sind, weil es einfach eine wunderschöne Gegend ist. Wir sind hier im Kaufhaus des Wendlands und das ist mit durch die Initiative des Stadtmarketings entstanden. Und es haben sich 26 verschiedene Künstler, Kunsthandwerker und Kleinhändler aus der Region zusammengeschlossen, um gemeinsam hier im Laden Kaufhaus des Wendlands ihre Sachen auszustellen, zu präsentieren. Und das Ganze funktioniert vor allen Dingen dadurch, dass wir mit 26 Leuten uns die Ladendienste und auch die Ladenfläche teilen. Ja, und das ist eine gleichberechtigte Gemeinschaft ist von Leuten, die Interesse daran haben, ihre Sachen zu präsentieren. Also ich bin Steinbildhauer und Objektgestalter und bin halt mit meinen Sachen aus Stein in verschiedenste Richtungen hier im Laden vertreten. Weil für mich ist halt der Laden eine gute Werbefläche und teilweise auch eine gute Verkaufsfläche. Ich bin im Weserbergland groß geworden und dann halt vor 2,5, fast 3 Jahren mittlerweile hier gelandet. Ja, und finde das Wendland schon auch sehr einmalig in der Konstellation von der Subkultur, die hier einfach vorhanden ist. Das Wendland ist eigentlich seit 200-300 Jahren schon immer eine relativ strukturschwache Gegend und auch fast immer eine Grenzgegend gewesen. Also du hast überall in Deutschland Regionen, wo eine Ansammlung von Subkultur da ist, im künstlerischen Bereich, im alternativen Bereich, wo aber da die Toleranz der dortigen Bevölkerung oder diese Vermischung auch miteinander, dieses Zusammen ist hier einfach einmalig, finde ich. Und das macht auch den Reiz aus, hier zu leben. Thank you.
Es wird eigentlich so ein bisschen als Szene-Lokal dargestellt, weil sehr viele Künstler aus Hamburg oder Berlin kommen. Ab und zu mal hat man die Ehre, auch manche Politiker, bekannten Politiker zu bedienen. Lina hat den Laden 1998 aufgemacht. Da Lina vorher in Köln im Großmarkt selbstständig war, hat sie sich dann halt überlegt, hier weiterzumachen. Wie ich Lina kennengelernt habe, eigentlich einfach hier reingekommen, gefragt, ob ich hier arbeiten kann und ihr Vertrauen gewonnen. Also ich habe 2001 mein Abitur gemacht, habe irgendwie 5 Jahre lang hintereinander gearbeitet. In Lüneburg studiere ich jetzt seit 2 Semestern. Der Kunde hat häufig eine konkrete Vorstellung in Bezug auf Veränderungen in seinen Wohnräumen. Und häufig ist es aber auch einfach nur das Gefühl, etwas verändern zu möchten, ohne genauer zu wissen, was eigentlich. Und deshalb ist es mir immer sehr wichtig, die Kunden, die Menschen in den eigenen Räumen zu besuchen, um dann auch eher in die richtige Richtung arbeiten zu können. Die Familientradition ist 1766 entstanden, auch schon im Landkreis. Und habe auch eine Werkstatt dabei. Das Handwerk war mir auch sehr wichtig. Meine Eltern haben nur gehandelt mit Möbeln. Und die Generationen davor waren dann aber auch wieder Handwerker, Tischler, Sattler, Polsterer. Ich bin hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg geboren und habe dann zunächst bis zum 9. Lebensjahr hier gelebt, war dann 15 Jahre außerhalb des Landkreises. Habe ich mich aber entschieden, wieder nach Dannenberg zurückzukommen, weil ich die Landschaft liebe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die gern hierher kommen, häufig auch kopflastige Berufe haben, die dann in dieser Ruhe und Einfachheit einen guten Kontrast finden. Ich denke, dass diese Ruhe dann auch eine Distanz schafft, nach dem Motto, klar sieht, der von fern sieht. Ich bin gebürtiger Lüchower, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe später Betriebswirtschaft studiert, habe das Studium aber abgebrochen, weil ich einfach immer mehr dann in die Kinoszene reingewachsen bin. Wir haben eben viele Künstler, die sehr bekannt sind in Deutschland, wo man vorher gar nicht weiß, dass die wirklich hier wohnen oder ansässig sind. Wir haben den Vorteil, dass durch diese Künstler halt auch viele Leute von außerhalb hierher kommen. Das bedeutet, zu meinem Stammpublikum zählen ganz viele Hamburger und Berliner, 1200 Vorstellungen im Jahr. In 365 Tagen heißt das immer mindestens 3 Vorstellungen am Tag. Filme, die in Deutschland nicht funktionieren, funktionieren bei uns wunderbar. Ich versuche mein Bestes mit meiner Frau zusammen, hier Kunst zu betreiben. Das gelingt uns auch. Also wir haben sehr viele prominente Leute hier gehabt. Wim Wenders war hier. Wir fangen normalerweise zwischen 14 und 15 Uhr nachmittags an. Und dann geht es auch zum Beispiel auch am Wochenende bis nachts um 1. Ich habe hier Urlaub gemacht vor mehr als 25 Jahren und die Gegend hat mich so angesprochen und fasziniert, dass ich beschlossen habe, hier leben zu wollen. Und zu der Zeit gab es hier in Lüchow eine Buchhandlung, die dann kurze Zeit darauf in Konkurs ging. An und für sich nicht die beste Voraussetzung, um es auch zu probieren, aber ich komme aus dem Buchhandel und es hat mich immer gereizt und ich habe den Versuch gewagt und 20 Jahre später bin ich immer noch hier. Das heißt, das hat funktioniert. Also ein großer Schwerpunkt ist die Belletristik inklusive Kriminalromanen. Allerdings haben wir das Glück, uns hier ein sehr breites Spektrum leisten zu können. Wir haben hier ein so gemischtes Publikum, dass einfach alle möglichen Wünsche bedient werden und dadurch können wir uns hier eben ein Spektrum leisten, was in einer Kleinstadt eigentlich nicht erwartet wird.
Die Wände sind beharrlich, neuen Dingen nicht unbedingt immer gleich aufgeschlossen gegenübertretend, aber mit der Zeit durchaus auch bereit, sich Veränderungen zu stellen. Und diese Mischung aus konservativem und aufgeschlossenem macht einen ganz angenehmen Mix aus. Mir gefällt es hier genauso gut wie vor 25 Jahren, als ich hergekommen bin. Was mich bestärkt hat, hier zu bleiben, das ist ein Grundgefühl, was ich nicht verloren habe. Jeder Tag ist irgendwie ein kleines Stückchen Urlaub. Das erhält sich. Mein Vater hat das Geschäft von jemandem übernommen, 1958. Und wir haben das übernommen 1989. Und ich habe früher immer viel zugeschaut, wenn er gearbeitet hat. Und an sich war für mich klar, von Kindesbeinen an, entweder Tischler oder Goldschmied zu werden. Wir fertigen heute eher Stücke an, die teurer sind. Und mein Vater hat eher Reparaturen gemacht. Ja, ich habe den Ein- und Verkauf übernommen und unsere Familie ist jetzt so weit, dass unsere Tochter erwachsen ist und kann jetzt mit einsteigen in die Goldschmiede, was mir sehr viel Spaß macht. Neuerungen kommen dadurch rein, dass man sich unterhält und überlegt, was könnte man noch dazu machen mit hochwertigen Materialien, was Sie im Fertigschmuckbereich nicht bekommen. Sie können sie knoten, sie liegt immer gut. Ich habe über meinen Mann die Möglichkeit gehabt, Schmuck zu gestalten, zu zeichnen, Kunden zu bedienen. Das alles habe ich geschafft, aber letztendlich habe ich es nicht geschafft, hinten in der Werkstatt ein Schmuckstück anzufertigen. Und heute bin ich so weit, dass ich sagen kann, okay, ich habe eine Idee reingebracht und das ist das Schöne an meiner neuen Idee, dass sie tragbar ist und, denke ich, auch pfiffig aussieht. Die Geschichte ist so, dass ich eigentlich 40 Jahre auf der Elbe schon ein eigenes Schiff fahre und jetzt haben wir dieses Museumsboot, das Zollboot, übernommen und machen Fahrten auf der Elbe für pro Fahrt 12 Personen. Unsere Kinder sind direkt hier an der Elbe im Elbesand und Strand groß geworden. Man konnte hier baden, obwohl es heute ja noch wesentlich besser ist von der Wasserqualität. Seit der Wende sind ja bis hoch nach Tschechien so und so viele Kläranlagen gebaut worden, dass das Elbwasser wieder tatsächlich für gut befunden wird. In Schnakenburg war ja die Grenze der Elbe zu Ende. Berliner konnten nur im Schleppzug eines Motorkranes hier zur Ostsee gelangen. Da hatten sich extra Elbkähne spezialisiert, die diese kleinen Segler aus Berlin, West-Berlin, in dem Bauch drin hatten, also geladen hatten und noch 5 Stück oder 6 hinterher schleppten. Wir sagen ja immer, wo andere Urlaub machen, wohnen wir. Das ist eine ganz, ganz, ganz feine Gegend und im besonderen Teil natürlich da, wo ich wohne. Thank you.
Also die Augenbrauen, wissen Sie ja, sind ja die Umrandung unseres Gesichtes. Sollten eine perfekte Form haben, das heißt wohl gezupft. Habe ich nie bereut, den Schritt, nie. Es ist mein Traumberuf, ich bin dazu geboren, den Menschen zu verwöhnen, zu helfen, zuzuhören. Das ist es einfach, das ist mein Ding. Die jüngsten Kunden waren 16 Jahre und nach oben keine Grenze gesetzt, kann ich jetzt keine Altersgrenze nennen. Kosmetik war früher immer, die Leute haben Probleme und dann gehen sie zu einer Kosmetikerin. Da gab es ja noch gar kein Wellness. Damals gab es noch keine Körperbehandlung, in dem Sinne nichts. Da ist man dann zur Kur gefahren, ne? Und heute müssen wir uns wirklich glücklich schätzen, dass es den Berufszweig gibt und wir mehr arbeiten können. Leute, die sich das gönnen, Frauengruppen, die zusammen sparen auf einen Wellnessurlaub, was sie uns erzählen. Und junge Ehepaare, die geheiratet haben, die ein paar Tage ausspannen möchten. Und da dürfen wir gar keine Berührungsängste zeigen. Da müssen wir jeden Kunden mit offenen Armen empfangen, ne? Und im Nachhinein haben wir sehr großen Erfolg. Wir sind im Jahre 2001 aus Berlin hier rübergekommen. Wir wollten dem Stress der Großstadt ein bisschen entfliehen und haben hier eine Gegend vorgefunden, die unseren Bedürfnissen entgegenkommt. Wir haben hier einen Luftkurort, das ist sehr gesunde Luft. Der Graf Bernsdorf hat, ich sag mal, ca. 6000 Hektar Wald hier. Und die Tiere, die in diesen Wäldern geschossen werden, werden hier in der Wildkammer im Wildladen verarbeitet. Darüber hinaus haben wir dann im Jahre 2004 Ende diesen Laden hier übernommen, diesen Wildladen. Der besteht schon seit 10 Jahren. Der ist hier eingeführt worden, weil wir einen großen Wildbestand in Niedersachsen haben. Niedersachsen, glaube ich, hat den größten Wildbestand Deutschlands. Das sind unsere Buletten. Die sind aus Schwarzwild und aus Rotwild hergestellt zurzeit. Und da verkaufen wir eine ganze Menge von. Die braten wir auch nicht in der Fritteuse, sondern so wie man das bei Muttern kennt, in einer Bratpfanne. Also der Unterschied zwischen konventionellen Hausschlachttieren und dem Wildfleisch ist der, dass dieses Fleisch eben halt sehr gesund ist. Es ist in einer freien Wildbahn aufgewachsen. Frisst nur das, was es selber fressen möchte und ist sehr vitaminreich und sehr mager. Ja, hier sieht man eben diese wunderschönen Streuobstwiesen. Kann man sich noch richtig vorstellen, wie meine Urgroßeltern hier noch mit Handkarren durchgewuselt sind und die ganzen Früchte geerntet haben. Pünktlich zum unserem 70-jährigen Firmenjubiläum sitzen wir nun hier vor diesem wunderschönen Gebäude, wo einst meine Urgroßeltern Margret und Karl Völkel angefangen haben, für den Eigenbedarf Sträucher und Beeren anzubauen, auch Apfelbäume natürlich. Und ja, irgendwann wurde das Obst zu viel. Und so kam es, dass dann Margret und Karl Völkel anfingen, mit einer mobilen Saftpresse durch das Dorf zu fahren. Da musste man noch richtig schön kurbeln und dann kommt da der Saft raus. Man lieferte für die Region, man fing an, nach Hamburg die Säfte zu liefern. Als ich Anfang diesen Jahres auf Sri Lanka war und dort die Möglichkeit hatte, ein paar Plantagen zu suchen,
die uns eben auch beliefern, mit zum Beispiel Ananas oder Passionfruit. Und dort zu sehen, dass eben dieser biologisch-dynamische Gedanke, dem sich meine Großeltern verschrieben haben, dort angekommen ist, dort den Menschen Arbeit, eine Lebensgrundlage verschafft, Arbeit verschafft, was dort nicht selbstverständlich ist. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Also wer sich einen Garten anlegt, hat immer den Traum vom Paradies in sich. Und hier im Wendland haben wir genau die Stelle gefunden, wo genug Ruhe, genug Weite, die ganze Stille eigentlich wie Frieden über der Landschaft liegt. Und da sind wir dahergekommen. Es gab einen Knick rechts, einen Knick links an einem Feld. Und dazwischen haben wir den Garten angelegt. Den man am Ende findet, ist eigentlich immer Zufall. Man kann natürlich auch sagen Fügung. Irgendwas treibt einen hierher. Das Wendland ist so still. Das Wendland hat einen wunderbaren riesigen Himmel. Es riecht nach Elbe, es riecht nach Wald. Es hat eine bewegte Geschichte. Es hat Menschen, die wehrhaft sind, die sich hier niederlassen, um trotzdem Frieden zu finden. Und Künsche ist unser glücklicher Zufall. Ein kleines Dorf, 165 Menschen. Und wenn wir da sind, sind es 167.